Hallo, hier ist Christian Bischoff. Die meisten Menschen wachen in der Früh auf und sind sofort gestresst, haben negative Gedanken und Gefühle in ihrem Kopf und das beeinflusst ihren gesamten Tag negativ. Und ich möchte dich heute auf eine kleine meditative Reise mitnehmen. Nur 5 Minuten, wenn du die jeden Morgen machst, wirst du danach sofort mehr Energie haben, dich besser fühlen, mehr Dankbarkeit für dich und dein Leben empfinden und vor allem auch wieder in die Selbstliebe kommen. Ich lade dich auf diese Reise jetzt ein und dafür schließ bitte einmal deine Augen und atme tief durch die Nase ein und dann langsam durch den Mund aus. Und nochmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Erlaube deinem Körper zur Ruhe zu kommen im Rhythmus deines Atmens. Atme noch einmal durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Und denke an 5 Dinge in deinem Leben, für die du dankbar bist, dass du sie hast. Das kann dein Beruf sein, das Haus, in dem du wohnst, das Auto, das du hast, das Land, in dem du wohnst, dass du genügend zu essen hast. 5 Dinge, für die du in deinem Leben dankbar bist, weil sie dein Leben bereichern. Mit jedem Einatmen atmest du tiefer in deinen Brustkorb ein und erlaubst deinem Körper immer tiefer in die Entspannung zu kommen. Denke als nächstes an 5 Menschen, für die du dankbar bist, dass sie in deinem Leben sind. Hol sie einmal vor dein geistiges Auge, schau sie an. Sag ihnen gerne Danke, dass du Teil meines Lebens bist. Erlaube dieser Dankbarkeit, sich in deinem Herzen auszubreiten und von dort in deinem ganzen Körper zu verteilen, weil du sofort erkennst, was das Leben für ein Riesengeschenk ist. Du hast dieses Geschenk geschenkt bekommen und deine Aufgabe im Leben ist es, dieses Geschenk bestmöglich zu nutzen. Und zu deiner Geburt hast du ein weiteres Geschenk bekommen, deine Vorstellungskraft. Und mit deiner Vorstellungskraft kannst du alles in Gedanken erschaffen, was du in deinem Leben haben möchtest. Aus dieser Dankbarkeit denk jetzt an ein Ziel, das du erreichen möchtest oder eine Sache, die du heute erfolgreich umsetzen möchtest. Vielleicht ein Treffen mit einer guten Freundin, beruflich etwas schaffen möchtest. Du stellst dir diese Sache vor, wie sie dir erfolgreich gelingt. Als würdest du so einen kleinen Kinofilm in deinem Kopf aufbauen, schaust du dir ganz genau an, was es ist, das du erreichen möchtest und wie du es erfolgreich schaffst. Pack ein Lächeln noch in dein Gesicht, in der Vorfreude auf diese Sache. Wenn andere Menschen damit dabei sind, was machen diese Menschen, was sagen diese Menschen? Und dann lege deine beiden Hände einmal auf dein Herz, atme tief in dein Herz ein. Versprich dir, dass du heute dein Bestes geben wirst, um diese Sache zu realisieren. Und selbst wenn es nicht heute klappt, dass du dran bleibst,
immer das Positive in jeder Situation suchst, nie das Negative. Dass du dich nicht darauf fokussierst, was alles falsch läuft in deinem Leben, sondern das, was du richtig gemacht hast. Atme noch einmal tief durch die Nase ein. In tiefer Dankbarkeit für den heutigen Tag und für dein Leben. Atme aus. Mach dir bewusst, alles Negative, was vielleicht heute passiert, ist nur ein Test für dich, damit du besser wirst. Mit deinem Ziel klar vor Augen und der Dankbarkeit in deinem Körper öffnest du die Augen und kommst zurück ins Hier und Jetzt. Ich hoffe, diese kleine Meditation hat dir geholfen. Wenn du dir jeden Tag 5 Minuten Zeit dafür nimmst, wirst du merken, dass du nicht nur immer mehr Dankbarkeit in deinem Körper aufbauen und dass Dinge, für die du dankbar bist, das sind die Dinge, von denen du auch immer mehr bekommst im Leben, sondern du wirst auch gleichzeitig eine immer größere Zielklarheit dafür bekommen, wo du in deinem Leben noch hin willst. Wenn dir das Video gefallen hat, leite es gerne an all deine Freunde weiter, die davon ebenfalls profitieren können. Und wenn du in deiner Persönlichkeitsentwicklung vorwärts kommen willst, abonniere meinen Kanal. Du wirst immer informiert, wenn ein neues Video erscheint, damit wir aus dir einen Champion machen. Schön, dass du dabei warst und denk daran, wenn du dich nicht aufhältst, dann kann dich nichts und niemand aufhalten.